sage Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen der Gamescom 2024. Ich bin Lynette von Genshin Impact. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Bruder Randy, passt perfekt nach Köln. Also wir befinden uns 5 Minuten auf der Gamescom. Hier draußen ist der Essensbereich. Die Schlangen sind sehr lang. Wir werden auf jeden Fall die eine oder andere Sache probieren. Frittenwerk, die Schlange ist länger als die Gamescom. Und das Wetter ist geil, 10 von 10. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen auf der Gamescom. Südasiatische Küche. Steht ihr an? Ja. Okay, dann kriegen wir bitte die Asian Barbecue Spieße in der schärfsten Variante, die es gibt. Und dann nehmen wir noch einmal Bao Dumplings. Dreimal Strudel. Alles klar, sind 36,30 bitte. Boah, ich kann doch mit Karte bezahlen. Ja, klar. Also, Ladies and Gentlemen, erster Stand: South Asian Dumplings. Bao Dumplings habe ich noch nie gegessen. Und einfach so Chicken Skewer. Wie heißt der Stand? Pitis Indian Food. Okay. Das ist richtig scharf, sagst du? Ja, genau. Kannst du scharf essen? Ich? Ja, ja, ja. Okay, ich werde es probieren. Alles klar. Bisschen heiß auch. So, lass dir schmecken, ne? Dankeschön. Gerne, gerne. Dankeschön. Brauchst du eine Gabel? Ich hab eine Gabel. Der kann mit Stäbchen essen. Sagen, wir können nicht mit Stäbchen essen. Er isst mit Stäbchen, ich esse mit Händen. Ist okay, ist nice. Guten Appetit. Danke dir auch. Lecker. Ich kann mir nicht sagen. Ich habe auch gerade Hunger, 10 von 10, ja. Aber es schmeckt gut. Ja, nee, gar nicht. Ist das eine Teriyaki-Soße? Fast nach Barbecue irgendwie. Teriyaki-Barbecue. Also das für das erste Essen, ich habe auf der Gamescom so Tuning-Messen Essen erwartet, was katastrophisch schmeckt. Ist solide, damit kann ich arbeiten. Da kannst du die Beine von dem Asia, ja? Südasiatisches Streetfood. Ist lecker. Solide, komm. Nein, mein Sohn ist gerade los, der holt uns was. Letzte Chance. Nimm dir einen. Und? Drei. Ja. Und so. Ist zu slippery, kannst du nicht abmachen. Ist okay. Preislich ist ein bisschen heavy, glaube ich, oder? Was habe ich bezahlt? 40 Euro? Okay, irgendwie. Dadurch, dass 3 Wasser dabei ist, ja, ist es irgendwie okay, aber... Ja, ihr könnt mal gerne in den Kommentaren sagen, was ihr zu dem Preis sagt. 40 Euro für das. Ich meine, der Umhang ist ja von Harry Potter, aber er sieht ja null aus wie Harry Potter. Ja, das stimmt. Mit der Hand einfach nasty. Ohne den Chili Crisp wären die gar nicht meins. Mit der Säure von dem Chili Crisp und der Kartoffel in der Mitte und dem Chicken kann man machen. Der Mann ist glücklich mit Reis. Das ist Basmati-Reis. Hat mich geflasht. Ich dachte, das ist so Sushi-Reis. Aber immer noch so eine Gurke. Samurai, Alter. Der ist geil. Aber das, die Baubahns sind nicht so meins. Ich bin jetzt eh schon voll, mir reicht's. Als was sind die verkleidet? Wer hat gesagt, wir können nicht mit Stäbchen essen? Erfüllt den Zweck, macht voll. Bro, das alleine hättest du es gegessen, bist du den ganzen Tag satt. Voll. Randy hatte noch nie was mit Zocken zu tun. Also kann ich euch sagen, auch in der Kindheit nicht. Trotzdem finde ich sehr geil, dass ich jetzt mal auf der Gamescom bin, weil ich war noch nie hier. Jetzt gehen wir mal weiter in Halle 9. Ich versuche euch auch so ein paar andere Sachen zu zeigen. So, was ist halt, was passiert hier so, keine Ahnung. Und vielleicht gibt es auch unter meinen Zuschauern ein paar Leute, die sagen, Alter, nächstes Mal gehe ich auch auf die Gamescom. Sieht krass aus, Bro. Dankeschön. Darf ich wissen, was es ist? Ich kenne mich nicht so aus. Der Mandalorian, wenn du das Baby kurz hältst. Boah, warum ist der so schwer, aber? Oh, shit. Darf ich mich einmal neben dich stellen für ein Foto? 2000 Euro kostet es. Der Mann ist reich! 2000 Euro, Bruder, für so ein Kostüm. Wie bitte? Octane von Apex Legends. Octane! Insgesamt 200 Euro. Krass. Selfmade? Ja, auf jeden Fall. Sieht super aus. Danke. Das macht schon Spaß hier. So, egal ob man sich dafür faszinieren kann, die Hallen und alles, designt riesig. Wie groß bist du? 2,10. Du bist der größte Super Mario, den ich je gesehen habe. Wie die am Zocken sind hier. Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy 14. Final Fantasy 14? Ja. Und ihr zockt alle gegeneinander? Nein, wir zocken zusammen. Wir versuchen zusammen, den Boss zu besiegen. Ah, okay. Teamwork. Wir arbeiten hier zusammen. Aber hier müssen Gamer gut sein. Willst du antreten? Willst du antreten? Ja, mit was? Gegen mich? Also, es gibt jetzt eine kleine Challenge. Wer will? Wer will? Ich mag. Ja, okay, komm. Ja. Ich hab dir gesagt, du verlierst!
schneller! Oh. So schwer sollte der sein. Sieht fresh aus, Männer. Einfach meine Haare hat sie geklaut. Spot Nummer 2, Ladies and Gentlemen, nach der ganzen Action, die abgegangen ist. Wir holen uns Pizza. Pizza und Bier, sehr, sehr geile Kombi. Ja, Gamescom muss ich auch mal sagen, so abgesehen vom Essen und so. Wir werden so ein Gesamtergebnis machen, wie geil die Gamescom ist. Aber ihr habt gesehen, man kann schon sehr, sehr viel Spaß haben. Die Leute sind gut gelaunt. Der Vibe ist ziemlich nice. Das Einzige, was crazy ist, diese Pizza. Wenn das jetzt diese Pizza ist, wie ich denke, dass die 11 Euro kostet, dann drehe ich. Hi, wir hätten gerne eine klassische Margarita. Sehr gerne. Und eine Salami. 12 Euro für diese Pizza. Aber zu. Diesen, oh, okay, aber hey. Käse? Ja, schmeckt aber. Also es schmeckt wie vom Bäcker. Ja, genau. Kennst du meine Pizza? Das ist eine brotigere Pizza, gell? Genau, der Teig ist ein bisschen brotig. Also, ihr werdet auf der Gamescom kein kulinarisches Wow haben, aber es ist alles einfach okay zu essen, so meiner Meinung nach. Wir werden noch am Ende des Videos den Laden testen, den uns der Nette von dem ersten Laden, dieses scharfe indische Essen. Die Pizza, 7 von 10. Erfüllt seinen Zweck. Ja. Das ist wie so vom Supermarkt. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen durch die Gamescom, treffen vielleicht noch den einen oder anderen Streamer-Kollegen, YouTuber, weiß ich nicht. Wir suchen einfach ein paar Leute und dann gehen wir irgendwann noch indisch essen. Ich weiß nicht mal, was für ein Spiel das ist. Um was geht's da? Also im Grundprinzip sitzt man da in einem Mecca, man hat verschiedene Attacken, man trifft 6 gegen 6. Also mehr Droht. Das Spiel, also ihr wisst ja, ich beschäftige mich mit Game so seit wirklich vielen Jahren und Max, weiß ich nicht. Okay, wir gehen. Es ist eine Frau, Bro. Das lasse ich drin. Also was, bist du verkleidet? Gadeo! Hey, Bro, oh mein Gott, bin ich dumm, von SpongeBob. Ja, sorry, mein Fehler. One-on-one? Ja, okay. Aber du hast so viel Streaming-Gear, Bro. Na klar, ist doch scheißegal, oder? Was? Bist du ready? Ich bin absolut ready, Alter. War's gut? Bereit geworden. Du zählst ab. Okay. Ja. 3, 2, 1. Los! Raus mit dir! Hey, geil. Hey, viel Erfolg beim Streamen. Kennt man dich, wie heißt du? Randy heiß ich. Randy, okay, sehr gut. Wie heißt du? Ich heiße Benny, Benny Amul. Alle rein zusammen zu dem Mann, Benny. Benny. Ladies and Gentlemen, Daniel Slump, a.k.a. DJ. Khaled. Gamescom, ein weiterer Moment, ein weiterer. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Bruder. Randy passt perfekt nach Köln. Perfekt. Warum aber? Ich weiß nicht, Bruder. Du bist so diesen. Bruder, du machst so YouTube-Videos mit Qualität und so. Ja. Und das ist genau Köln, Bruder. Okay. So Dave und so Geschichten, weißt du? Slumps up. Guck mal, du kannst ihm nicht mal Arsch, Bruder, geben nix, Bruder. Einmal nett versperren, da geht nicht. Ja, dieser Pokémon-Stand da war. Diese Halle, zeig einmal ein View hier. Sieht sehr krass aus. Assassin's Creed, Ubisoft. Ich würde gern Trimax sehen. Und weißt du, wen ich gern treffen würde? Tomatolix. Tomatolix wäre lustig. Wen gibt's noch so, den ich gerne treffen würde? Deutsch YouTube. Hast du noch irgendwen? Willi! Ja, der ist. Boah, Junge. Das ist geil. Nee, also wir haben die zwei Spiele da. Okay. Und wir haben noch unsere. Sehen die mich nicht? Sieht er mich nee, nicht? Nein. Das kann doch nicht sein. Ist das euer Kumpel? Nee. Ah. Sowas zu Hause würde ich alles für geben. Sowas zu Hause wäre vorbei mit deinen Jungs. Wo befinden wir uns hier? Es ist richtig lustig auf der Gamescom. Was willst du, Scream, oder? Ja, yeah, du redest nicht? Warum redet der Bro jetzt? Das ist crazy. Minus Aura. Mit Elektrostimme. Aber selbstverständlich. Was ist das für ein Outfit? Das ist von Warhammer.
Ein Maschinenpriester. Hey, kann ich ein Foto haben? Weil wir mussten so eine Randy, Digga. Croco Boss. Wir sind jetzt vor dem letzten Stand. Pitties soll anscheinend der schärfste Essen hier auf der ganzen Gamescom sein. Das werden wir uns jetzt reinjagen. Ist es scharf, das Essen? Nein. Nee? Es ist auf jeden Fall indisch. Es gibt Tandoori Chicken Curry, Ananas Kokos Curry und Linsen Kokos Curry. Ich hätte gerne einmal das schärfste auf dem Menü. Ihr könnt es auch extra scharf machen. Ich warte noch auf deinen scharfen Gewürz. Kommt ran. Ah, okay. Und wir kriegen auch noch Samosas. Ladies and Gentlemen, nach einem sehr, sehr erfolgreichen Tag auf der Gamescom 2024 mit, das ist mein Bier, oder? Ja. Allem, was wir hatten, haben wir hier Samosas mit Süß-Sauersauce und hier haben wir, ich weiß den Namen nicht, ich glaube Tandoori Chicken mit, also es soll das Schärfste hier sein. Wir probieren. Da, genau da, ja. Machen wir noch so auf Andippen mäßig? Andippen? Ja, oder so. Warm. Einfach halt. Bisschen scharf. Aber ja? Nicht schlimm, ne? Oh, doch. Jetzt. Ja, doch. Ja. Nein, das meinen wir. Ehrlich jetzt? Ein bisschen. Das ist gar nicht scharf ist. Du weißt es selber. Ah, okay. Boah, aber ist lecker. Ja. Der hat uns auseinandergenommen, der Kollege vom ersten Spiel. Ich esse sein Angebissenes, weil er will es eh nicht essen. Eigenes da. Oder hier ist doch mehr Soße als okay. Auf jedem anderen. Komm. Du würdest sagen, gar nicht scharf. Ist heiß. Oh, heiß! Ja, es ist sau heiß und das pusht die Schärfe noch mal mehr. Die Kartoffel drin ist so heiß, Bro, das hat mich verletzt gerade im Mund. Aber ich sag so, ich habe vorher meinen Finger abgeleckt. Also diese Orangensoße ist kein Spaß, ist scharf. Mhm. Ich will jetzt hier gar nicht offen machen. Die ist scharf, aber ist scharf. Rein in den Rice. Gamescom 2024. Es war mir eine fucking Ehre, hier zu sein. Die hätten Göffel gebraucht. Das war mir... keine Ahnung. Indisches Essen ist geil. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Das war so eine kleine Extra-Folge. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Kuss geht raus. Zu late. Es habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Egal, ob ihr jetzt Nerd seid und sagt, hey, ich stehe auf Zocken oder nicht. Einfach mal herkommen, probiert es selber aus, macht sehr viel Spaß. Ich hatte Spaß meines Lebens. Danke fürs Zuschauen. Peace out.